بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، kommen wir zum nächsten Dhikr bzw. Dua der Niederwerfung. In Hissun vom Muslim lautet die Reihenfolge: Subhanak Allahumma Rabbana wa bihamdik, Allahumma aghfirli. Dieses haben wir schon erklärt mit der Beugung. Ebenfalls ist erlaubt, in der Niederwerfung zu sagen, Subuhun Quddusun Rabbul Malaikata wal Ruh. Dieses haben wir auch erklärt, schon in der Beugung. Das nächste Bittgebet lautet, Allahumma laka sajat, wa bika amant, wa laka aslamt, sajada wajhi lilladhi khalaqa, wa sawbara, wa shakka samhahu wa basara, tabarakallahu, ahsanul khaliqin. Das ist das nächste Bittgebet. In der Niederwerfung, auf Deutsch ungefähr, O Allah, vor dir werfe ich mich nieder, an dich glaube ich, dir habe ich mich ergeben. Mein Gesicht hat sich vor demjenigen niedergeworfen, der es erschaffen und gestaltet und sein Gehör und seine Sehkraft ermöglicht hat. Segensreich ist Allah, der beste Schöpfer. So, kommen wir wieder zur Beweislage, und zwar überliefert diesen Wortlaut Imam Muslim in seinem Sahih von Ali ibn Abi Talib in einem langen Hadith, bis er sagte, wa idha sajada qal, und wenn er sich niederwarf, sagte er das Bittgebet, was wir gehört haben. Es gibt hier noch einen Zusatz, ebenfalls in Sahih Muslim, und zwar bei dem Wortlaut وَصَوَّرَهُ, dann sagte er, فَأَحْسَنَ سُوَرَ, so hat er seine Gestalt schön gemacht. Merke dir diesen Zusatz. Also er sagte, وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَ, so steht es in Hissul Muslim. In einer weiteren Überlieferung heißt es, وَصَوَّرَهُ, فَأَحْسَنَ سُوَرَهُ, und dann geht's weiter, وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَ, ebenfalls in Sahih Muslim. So, kommen wir zu den Worten und was das alles heißt. Allahumma, dieses Wort, wer die Playlist mitgehört hat bzw. mitgeschrieben hat, das haben wir auch sehr oft erklärt, überspringen wir das. Worauf wir nochmal hinweisen werden, ist aber der Wortlaut Laka Sajattu. Allahumma Laka Sajattu, das hatten wir auch in der Beugung. Man sagt nicht Sajettu Lekka, sondern Lekka Sajett. Dieses dir werfe ich mich, für dich werfe ich mich nieder. Oder dir habe ich mich niedergeworfen. Das Vorziehen von Allah hier weist auf die absoluten Tawhid hin. Und spezifische Sache hin, dass diese Ibadah, Gottesdienst, nur ihm alleine gebührt. Im Arabischen darfst du sagen, Allahumma, Sajettu Lekka. Aber da du Lekka vorziehst, Lekka Sajett, sozusagen Allah vorziehst, widmest du diese Sache nur ihm hin, nämlich die Niederwerfung. Dann sagen wir, Lekka Sajett, Wabika Ament, an dich glaube ich und an keinen anderen. Ich glaube an dich und an keinen anderen, meinst du damit? All das, was du berichtet hast, in deinem Buch, was du befohlen hast, was du verboten hast, das alles, daran glaube ich. Das hat für mich einen Wert und Gewicht in meinem Herzen. Ich lebe danach. Deine Befehle, Gebote haben für mich einen Wert. Ich nehme diese ernst und ich habe Angst, diese zu vernachlässigen. Das heißt, وَبِكَ أَمَنْتْ, und an dich glaube ich. Ich glaube, dass du existierst und dich über deinen Thron erhoben hast und von dort aus alles siehst und hörst und weißt. Ich glaube mit meinem Herzen, mit meiner Zunge und mit meinen Gliedmaßen. Dann der Wortlaut, wa laka aslamt, hier genauso, nicht wa aslamtu laka, sondern wa laka aslamt, und für dich ergebe ich mich. Und das heißt auch wieder, wiederum für niemand anderen.
ergebe ich mich, außer dir. Das heißt, meine Gliedmaßen ergeben sich für dich. Ich bete hier gerade, werfe mich nieder für dich. Diese Ergebung gebührt nur dir. Und ich folge deinem Befehl. Du hast mir befohlen, mich niederzuwerfen, so mache ich es. Dann kommt das Passende, der passende Wortlaut. Sajada wajhi. Mein Gesicht wirft sich nieder oder hat sich niedergeworfen. Und wir hatten das im vorherigen Bittgebet schon, dass das Gesicht hier ausgesucht wurde aufgrund der hohen Stellung bzw. ehrenhaften Körperteil, das Gesicht. Und jemand, der das macht, das ist Beweis für Liebe und Unterwerfung für diesen Herrn. Denn der Genuss einer Sajda, einer Niederwerfung, kann so gut schmecken, sage ich mal, dass man sein Gesicht nicht mehr vom Boden erheben möchte. Dann geht's weiter mit den Wortlauten. Lilladhi khalaqahu wa sawwara. Also mein Gesicht werfe ich nieder für den, der es erschaffen hat und geformt hat. Und daraus haben die Gelehrten eine Regel herausgezogen, nämlich, wer erschafft, hat es verdient, angebetet zu werden. Ganz einfach. Und deswegen sagt der Diener hier, ich werfe mein Gesicht nieder für den, der es erschaffen hat. Er hat es erschaffen, also hat er es am meisten verdient, dieses Gesicht vor ihm niederzuwerfen. Wasawwara. Und er hat es gestaltet, geformt, in einer edlen Form, in einer schönen Form. So wie er sagte im Koran, in Surah Al-Infitar, Vers 7, الذي خلقك فسواك فعدلك. Und in einer Leseart, فعدلك. Sinngemäß, der dich, o Mensch, erschaffen und dabei zurecht geformt und wohl gebildet gemacht hat. Also bist du da, gerade in der Niederwerfung, und sprichst deinen Dank aus, dass er dir ein wohlgeformtes Gesicht gegeben hat. La ilaha illallah. Also ist derjenige, der erschafft, beziehungsweise derjenige, der erschafft, hat es verdient, angebetet zu werden. Und deswegen der erste Ruf im Koran, Suratul Baqarah, als er sagte, Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum. O ihr Menschen, dient eurem Herrn. Warum? Alladhi khalaqakum. Das ist der Grund, weil er euch erschaffen hat. Dann, während du da in der Niederwerfung bist, zählst du weitere Gunsterweisungen hin. Ohne diese würdest du kein Wissen erlangen. Das Kostbarste überhaupt hier in diesem Diesseits. Du könntest keine Kenntnis über deinen Herrn erreichen. Und diese passiert durch Gehör und Sehvermögen. So sagst du weiter im Wortlaut. Und derjenige, der Gehör und Sehvermögen gegeben hat. Schakka kommt von Riss, von Spalte, von Bruch. Stell dir mal vor, du hättest diese Risse nicht bekommen oder diese Spalten für deinen Mund, für deine Augen, für deine Ohren. Wie wärst du geboren? Mit geschlossenen Augen und ohne Ohren und geschlossenem Mund. Wenn er dir diesen Riss nicht gemacht hätte, könntest du dich nicht ausdrücken. Hätte er dir die Risse bzw. den Spalt der Augen nicht gemacht, hättest du niemals sehen können und hören können. Also ist das ein sehr intensiver Gedenkspruch, ein Dhikr, eine sehr intensive Dua, die du verinnerlichen musst. Die Gunsterweisung des Gesichts, der Ohren und der Augen. Dann geht's weiter mit dem Wortlaut Wasawwarahu. Das heißt, er hat dein Gesicht geformt, aber auch er hat die Ohren erschaffen und die Augen gegeben und darin auch Sehkraft und Hörkraft dir gegeben. Das reicht ja nicht nur Ohren zu bekommen und Augen zu bekommen, nein, er hat auch Sehkraft und Hörkraft reingelegt.
Subhanallah, das ist nämlich die nächste Gunsterweisung. Ohren und Augen zu haben ist eine, aber dass diese funktionieren, ist eine zweite Gunsterweisung. Und in Ali Imran, Surah 3, Vers 6, وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ. Subhanallah, er ist derjenige, der euch in der Gebärmutter formt, wie er möchte. Er hätte dich auch taub erschaffen oder blind, aber hat er nicht. Er hat dir Sehkraft gegeben und Augen und Hörkraft gegeben und Ohren und du bist in der Niederwerfung und erwähnt diese Gunsterweisungen. Subhanallah. Und deswegen ist auch von Allahs Namen Al-Musawwir, der Gestalter oder der Former. Und dann endet das schöne Bittgebet oder Gedenkspruch mit Tabarakallahu Ahsanul Khaliqin. Eine Art Verwunderung. Tabarak bedeutet hier erhaben ist er. Verherrlicht wird er. Gigantisch, gewaltig ist er, voller Segen, dass er mir das alles gegeben hat. Ahsanul Khaliqin, der beste Erschaffer, der allerbeste Erschaffer. Es gibt Menschen, die erschaffen können, ja, aber sie tun in Wirklichkeit nur Formen und Gestalten, was erschaffen wurde. Denn die wahre Bedeutung von Al-Khaliq ist, dass er aus dem Nichts erschafft. Und das kann kein Mensch. Der Mensch tut erschaffen, aber aus Rohstoffen, die Allah zur Verfügung stellt. Und deswegen sagt er hier, Ahsanul Khaliqin, der beste Erschaffer. Wenn ein Tischler einen Tisch macht, heißt es im Arabischen, er hat ihn erschaffen, ja. Deswegen sagt Allah hier, er ist der beste Erschaffer. Doch in der arabischen Bedeutung bedeutet Erschaffer, der aus dem Nichts erschafft. Und deswegen preist sich hier Allah als Besten, weil der Tischler kann kein Holz aus dem Nichts erschaffen, wie Allah subhanahu wa ta'ala. Also passt das, der Wortlaut hier, Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Und der Mensch gehört zur besten Schöpfung überhaupt. So sagte er, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Wir haben ja den Menschen in schönster Gestaltung erschaffen. Im Tafsir heißt es, تَامَّ الْخَلْقِ مُتَنَاسِبِ الْأَعْضَاءِ. Gemeint ist passend und proportional. Man sieht, dass alles an seinem richtigen Ort ist. Und Ibn al-Qayyim sagte, zum Vers Ahsanu al-Khaliqin, Ahsanu al-Musawwirin, der beste Erschaffer, gemeint ist der beste Gestalter und Former. Denn die Tafsir-Gelehrten sprechen über das Wortlaut Khaliqin und definieren es verschieden. Das Gehör und das Sehvermögen besonders, das sind gigantische Gunsterweisungen, gewaltige Gunsterweisungen, wonach der Diener auch gefragt wird. So heißt es in Suratul Isra, Surah 17, Vers 36, Inna as-sam'a wal-basara wal-fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Gewiss, dein Sam'a, dein Gehör und dein Basar, dein Sehvermögen und nach den Herzen, was sie beabsichtigt haben und wonach sie gebettelt haben und was sie verinnerlicht haben, kullu ulaik, all das, danach wird gefragt werden oder diese Sachen werden zur Rechenschaft gezogen. Was hast du dir angeschaut? Was hast du dir angehört? Woran hast du geglaubt? Was hast du verinnerlicht? Was hast du beabsichtigt? Etc. etc. Das sind alles Bedeutungen, die du mit in die Niederwerfung nimmst und dort dann deine Bittgebete sprichst. Und dich auch gleichzeitig bedankst und Allah fragst, dass du diese Gunsterweisungen im Guten anwendest. Dein Gehör, dein Sehvermögen, ja sogar deinen kompletten Körper. Denn du sagst ja, walaka aslamt, und wir haben gesagt, die Gliedmaßen ergeben sich für den Herrn. Möge Allah uns das erleichtern.
والحمد لله رب العالمين.